Na Freunde, alles easy bei euch und herzlich willkommen zu einer Runde Rage Mode. Ja, wuhu, Rage Mode. Ja, finde ich geil. Ja, ich bin jetzt gerade noch so ein bisschen auf der Suche nach der perfekten PvP-Taktik. Und läuft gerade nicht ganz so gut. Weshalb ich auch denke, dass ich hier total ablosen werde, weil meine... Weil meine Reaktionen so gut sind wie eine tote Katze. So. Genau das wollte ich sagen. Pam. 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 Seht ihr, so gut wie eine tote Katze. Ja, wie gesagt, ich bin hier noch auf der Suche nach der perfekten PvP-Taktik für mich. Und die läuft gerade nicht ganz so gut. Ha! So, an. Nein! Fast hätte ich wieder einen Dreier-Kill gehabt. Okay, okay, okay. So. Pam. Ich muss mich hier ein bisschen konzentrieren, also tut mir leid, falls ich hier nicht antworte. Junge, Junge, Junge. Das ist richtig knapp. So, nein! Ah, da hat sich einer von hinten rangeschlichen, dieser Schlawinski, der. Nein! Oh Gott. Geiler Beat übrigens. Okay, das war jetzt Zufall, dass der gekommen ist. Oh Mann. Na gut, der muss mir Motivation geben. Der muss mir wirklich Motivation geben, damit ich hier weitermachen kann. Come on! Digga! Ist das schlecht. Das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Finde ich jetzt nicht ganz so Premium. Yay. Aber ich verstehe nicht, warum jetzt alle zur Zeit dieses Wort benutzen, dieses voll Premium oder voll oder richtig Premium. Nochmal, ich bin eigentlich der Einzige, der das eigentlich früher gesagt hat auf meinem alten Channel. Dieses immer voll Premium oder richtig Premium und so. Und jetzt sagt das zum Beispiel Giorgio the Beast und bla, also Giorgio the Beast und ein paar andere YouTuber. Aber ich weiß wirklich nicht. Ich weiß wirklich nicht, wie der drauf kommt. Hey, 580 Punkte. Geilo! Ein bisschen austricksen muss man hier schon. Sonst bekommt man hier einfach gar nichts zustande. Farm. Na komm! Oh, ich hätte fast einen Dreier-Kill-Streak gehabt, Mann. Okay. Erstmal wieder jemanden demütigen. Suchen wir uns einfach mal den da oben aus, der da schön kämpft. Bam. Geilo! So, zack.
Okay, jetzt wird das ein bisschen wieder ein bisschen ruhigere Musik. Ah, ich sag mies. Ja, okay, das war schon mies, weil ich gekämpft habe. Ah. Ich muss sterben, damit ich gewinnen kann. Ah. Bam. Man darf niemals aufgeben, auf seinem Weg der Meister zu werden. Auf dem Weg seine PvP-Skill zu verbessern. Und auf dem Weg alles zu vergessen und zu vergeben. Keine Freunde zu erkennen im PvP. Keine Angst zu zeigen, keine Schwäche. Einfach nur die Stärke und niemals aufzugeben. Das ist das, was zählt. Das ist das, was die Leute brauchen. Das ist das, was einem jemanden zum Sieg führt. Das ist das, was man will. Das ist das, warum man... Pam! Nein, 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 nein! Oh, hohoho, GG! Und das ist der Sieg! Yes! Ich habe direkt dreimal Rage Mode gewonnen! Pam! Ja! Yeah. Ich habe Rage Mode gewonnen! So viel Skill habe ich. So viel Skill habe ich, dass ich die ganze Zeit einfach nur gewinne. Ah, richtig geil. Der Server bugt ja aber auch ein bisschen. Ich hab eine Karte von 31 zu 13. Also, da muss ich direkt nochmal was anmachen. Moment. Ja, das war von dem Broken Thumb Soundboard. Kann man sich im App Store runterladen. Richtig kostenlos. Also das ist richtig Premium, Digga. Ich hatte einfach eine KD von 31 zu 13. Oh Mann, oh Gott, das war richtig Premium. Alter, Alter, Alter. Aber okay, das war's dann auch schon mit dem Video. Das ist jetzt wirklich nur eine kurze Runde geworden, weil ja, Rage Mode einfach ziemlich geil ist. Ich bin auch ziemlich geil, ich habe Pimmel in der Hand und ja. Mein Name ist übrigens nicht Carsten. Ja, das war's dann auch, ja. Wir sehen uns in diesem Video. Bis dann, haut rein. Und ciao. Ne? Und ciao. Ja,
Ciao. I wanna win, I win it all. I wanna win all day. I'm not teaming, I'm not teaming. You should've learned how to play.